Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horrorspiel. Richtig, wir spielen Precipice und es ist ein französisches Horrorspiel, anscheinend im PT-Style. Und als ich PT-Klon gehört habe, bin ich tatsächlich erstmal ein bisschen vorsichtig geworden, weil ich muss sagen, also dass einfach die letzten Jahre, seitdem PT rausgekommen ist, so viele Klone einfach nur waren, dass es auch irgendwann keinen Sinn mehr gehabt hat, die zu spielen, weil jedes Indie-Game eigentlich automatisch ein PT-Klon war. Und PT hat mir damals wirklich, wirklich, wirklich gefallen, weil es eine neue Idee war, dass man immer wieder in so ein Loop kommt und immer wieder das gleiche Loop verfolgt. Aber wenn man das natürlich 100-mal sieht, dann denkt man sich, oh, ich weiß nicht. Dieses Spiel soll aber ein guter PT-Klon sein. Und deswegen dachte ich mir, hey, gibst du ihm auf jeden Fall mal eine Chance. Und deswegen würde ich sagen, starten wir in das Spiel. Deswegen, lancer le jeu. Los geht's. Okay, wir haben wieder auf dem Boden geschlafen. Das war blöd. Oh Gott, das Willen. Gottes Willen, du bist sehr groß. Nein, dann kletter mir nicht in den Mund. Nein, hör auf, die Kakerlake zu jagen. Auf die Kakerlake mit deinem Mund zu jagen. So. Sehr schön, da sind wir. Sieht tatsächlich sehr PT-ähnlich aus. Offene Grafik, ja. Aber die Grafik von PT war ja überhaupt nicht ähnlich. Anzumäkeln, die war ja super. Gott, den Tag, da bin ich. Die weinende Frau und die riesige Kakerlake, das ist unglaublich. Warum werden denn die Viecher so groß? Echt? Okay. Ich sehe schon hier, raucht noch unsere Zigarette und unser Alkohol. Ja, Prost, Mahlzeit. Das sitzt einfach auf diesem Frauenbild, sitzt außen eine Kakerlake drauf. Und natürlich haben wir Chuck. Chuck, wie spät ist es? Chichi, es ist fast 10. Schnell ins Bett. Na gut, Chuck, wenn du das sagst, gehe ich jetzt ins Bett. So, da sind Matroschkas, die dürfen in keinem Horrorspiel dürfen Matroschkas fehlen, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ich glaube selbst meine Mutter hatte eine Matroschka. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was irgendwie der Appeal von diesen Puppen ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was man eigentlich mit diesen Puppen so macht. Oh, da hält der Vater den Jüngling und sag mal, was macht denn der andere Mann da? Was macht denn der andere Mann da? Ach, ich habe keine Ahnung. So, wir haben Literatur. Das sieht alles ziemlich kyrillisch aus. Gute Frage, gehen wir weiter. Ich dachte, wir spielen hier ein französisches Spiel. Kein russisches Spiel. Ist immer wieder faszinierend, wie viele Horrorspiele russisch sind. Okay, und du bist einfach der lustige Hantelclown. Großartig, ich liebe den lustigen Hantelclown. Und damit bemerken wir, dass wohl irgendwie irgendwas scheiße in unserem Leben ist. Warum? Weil wir immer wieder in dem gleichen Raum rauskommen. Okay, okay, ich sehe schon, irgendwas läuft hier mal wieder schief. Ist egal, wir gehen einfach weiter. So, immer die lange Treppe herunter. Hinab, 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 die Treppe hinab. Und einfach wieder durch die Tür gehen. Das ist was ich sehr gut kann. Das ist genau mein Spiel. Ich bin zufälligerweise professioneller Türendurchschreiter. Ob ihr es glaubt oder nicht, in meinem Leben habe ich schon mindestens 100 Türen durchschritten, wenn nicht mehr. Nein, es waren mehr als 100 wahrscheinlich. Es waren wirklich mehr als 100. Okay, wir gehen einfach nochmal durch die Tür. Hm? Hallo, hallo, irgendwie funktionieren eure Türen scheiße. Die führen mich immer in den gleichen Raum. Das bequeme Bodenkissen, das lebe ich am liebsten. Wenn ich wieder auf dem Boden einschlafe. Okay. Ich sehe schon, wir müssen richtig oft diese Tür gehen. Wie oft muss ich denn diese Tür gehen? Oh Gott, das will ich anscheinend zu oft. Hallo, was ist euer Problem? Was ist euer Problem? Mache ich irgendwas falsch? Das fragt man sich doch bei jedem PT-Game. Mache ich irgendwas falsch? Also mache ich gerade Progress oder nicht? Bitte, bitte, ich möchte nochmal durch die Tür gehen. Oh Gott, ich bin nochmal durch die Tür gegangen. Okay. Kann ich mich ducken? Nein. Kann ich irgendwie schauen? Kann ich genauer schauen? Nein, auch nicht. Hallo, warum muss ich denn immer durch die gleiche Tür gehen? Ist das meine Strafe im Leben? Na gut. Ja, ich glaube, es hat sich minimal was geändert. Vielleicht flackert jetzt dieser Ventilator. Ich bin mir aber nicht sicher. Was hören wir Schönes? Die Horrorsound. Das ist mein allerliebster Lieblingssender, Horrorsound for the win, echt. Dann
gehe ich halt nochmal diese Treppe. So, Tür. Mein Gott, du blöde Tür. Okay. Sehe ich aber richtig wenig. Hallo, hallo, ich brauche Licht. Ja, genau, dieses flackernde Licht ist super gut. Dankeschön. Dankeschön, das beruhigt mich immer. Flackerndes Licht ist immer toll. Okay, ich sehe, wir machen doch Progress. Ich habe mich jetzt echt gefragt, ob ich irgendwas anklicken muss. Das fragt man sich doch immer in diesen PT-Games. Ob man irgendwas. Das ist unglaublich, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Na gut, dann gehen wir halt wieder nach oben, was soll's. Hallo, hallo? Die Tür ist offen? Nein, auch nicht? Enttäuschend, enttäuscht mich sehr. Enttäuscht mich wirklich. Dann gehe ich halt durch diese Tür. Hallo? Was soll. Das ist neu. Das ist neu, das erkenne sogar ich. Ich habe das Rätsel gelöst, die Tür war vorher nicht da. Cool. Cool gemacht. Aber leider sind wir wieder im gleichen Raum. Na gut, ich sehe schon, wir sind einfach in der Hölle der bunten Lampenschirme angekommen. Na gut, da kann man jetzt auch nicht viel machen, ha? Das Gemeine bei diesen PT-Games ist, ich erwarte einfach jeden Moment einfach den Jumpscare meines Lebens, der einfach meine Seele aus meinem Körper herausbannt, so stimmt es der. Eigentlich erwarte ich das jedes Mal, wenn ich eine Tür nicht aufmachen kann. Wenn ich eine Tür nicht aufmachen kann und mich umdrehen muss. Hallo? Ich habe was gehört. Kann auch nur meine Einbildung gewesen sein. Irgendwas höre ich hier. Wie ein rostiges Scharnier oder so. Na gut, wir gehen einfach weiter. Nicht wahr, lustiger Clown-Hantelmann? Ja, wir gehen weiter. Hallo? Ja, wenigstens vergeht schon die Zeit. Jetzt haben wir es kurz nach 10. Super, Chuck. Damit haben wir jetzt die letzten Minuten unseres Lebens hier verschwendet. Total großartig. Ja, jetzt haben wir ein flackerndes Licht. Das macht es natürlich viel besser. Flackerndes Licht ist überhaupt nicht unheimlich. Was natürlich den Appeal hat, glaube ich, auch für die Entwickler. Die müssen nicht viele Gegenden machen bei so PT-Klonen, ne? Wir machen einfach immer die gleiche. Und damit ist gut. Hör auf zu flackern. Hallo, ich gehe mal einfach mal weiter. Gehen wir mal weiter durch euer Blaulicht. Entschuldigung, ich muss leider gehen. Muss leider gehen, das war zu lautes Blaulicht. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück, wenn du das sagst. Ach du liebe Güte, das ist mir ein bisschen unheimlich. Ey, was läuft denn Schönes im Fernsehen? Ach so, nichts. Ja, nichts ist immer toll. Nichts ist super. Okay, wir gehen einfach mal rückwärts. So. Super, da ist noch die Uhr. Ich weiß, dass hier eine Tür ist. Ist wohl zu, ne? Also ein bisschen Licht bräuchte ich schon. Wirklich, ich bräuchte ein wenig Licht. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, hau mir nicht die Tür vor. Mystische Sounds erklingen, als wir den neuen Lampenschirmraum gefunden haben. Wo auch zufälligerweise der lustige Spielzeug-Dildo ist. Nein, das ist kein Spielzeug-Dildo, das ist einfach nur ein Spielzeug. Ey, die Musik ist gar nicht mehr so leise. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Also da weißt du definitiv, dass du dir selber schlaflose Nächte bereitest, wenn du dir Schaufensterpuppen, die seltsame Schnitte am Körper haben, in dein Schlafzimmer reinstellst. Das ist doch bestimmt die alte Story. Irgendwie haben wir unserer Frau was Furchtbares angetan, deswegen schaut sie etwas so traurig wie auf diesem Bild hier. Und ja, das ist wahrscheinlich die Story, also das ist wahrscheinlich das, was dahinter steckt, oder? Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Denn vorher kann ich nicht sehen. Hallo?
Geh doch verdammt nochmal auf. Irgendwie muss ich hier doch weiterkommen. Aha. Das ist eine Taschenlampe, die ich hier gefunden habe. Oder irgendetwas Grünes? Ich habe kein Inventar oder so. Ich bin hier reingekommen und habe was Grünes genommen. Wahrscheinlich schreit ihr schon längst: Oh Mann, GHT, das war das und das. Hallo? Warum bin ich wieder exakt im gleichen Raum? Das bringt mich nicht weiter. Ich komme immer wieder in den gleich verdammten Raum rein. Was war das, was ich genommen habe? Eine Taschenlampe? Eine Fernbedienung? Mein Gott, verdammt nochmal. Alles endet in diesem Raum. Kann nicht wahr sein. Sag's dir, ich habe Aushaltevermögen. Ich gehe immer wieder hier durch. Okay, ich sehe schon, irgendwas ändert sich. Irgendwas ändert sich hier. Ich weiß nicht, warum wir plötzlich Rotlicht hatten. Ja, ich gehe ja schon wieder. Es war wohl eine Taschenlampe. Ja, schau, jetzt hast du so lange gefernseht, liebe Horrorpuppe, bis der Fernseher kaputt gegangen ist. Das sage ich auch immer meinen Kindern. Kinder, fernseht nicht so viel. Es geht irgendwann der Fernseher automatisch kaputt. So funktionieren Fernseher auch heute noch, ganz klar. Okay, hier liegen massig Bücher. Weiß nicht, ach so, Kerzen, ja. Muss ja auch ein bisschen romantisch sein. Ich und die Horrorpuppe. Wenn wir so unser Date haben. Okay, und ziemlich viele Tabletten. Das verstehe ich auch nicht. Also. Ach Gottes Willen, da ist einfach die hockende, blutige Frau. Ja, danke schön. Ich gehe da mal. War schön hier, ich pack's jetzt. Irgendwas bewegt sich da. Ja, mach besser die Tür wieder zu. Ne, wir müssen drauf zu. Wir müssen drauf zu, das hilft nichts. Ah, was bewegt sich da? Was bist du? Oh, bitte schock mich nicht. Aber natürlich bist du weg. Aber natürlich bist du weg. Verflucht nochmal, jetzt habe ich ein Schlafzimmer-Loop erzeugt. Ich werde nie wieder aus diesem Schlafzimmer rauskommen. Helfen Sie mir. Holen Sie mich heraus, ich bin im ewigen Schlafzimmer gefangen. Oh, bitte jumpscare mich nicht zu Tode. Ja, 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 wir sind raus. Wir sind wieder im Horrorloop. Ja, großartig. Endlich wieder im Horrorloop. Oh, okay, okay. Wir nehmen die Treppe wieder. Die war irgendwie besser als dieses Schlafzimmer. Das Schlafzimmer hat uns kein Glück gebracht. Im Schlafzimmer passieren die schlimmsten Sachen. Glaubt mir, da hört man manchmal Greinen und Stöhnen aus dem Schlafzimmer. Es wird schreckliche Dinge passieren. Aber wenigstens sind die Kakerlaken weg. Gute Nachricht. Gute Nachrichten, wir sind insektenfrei. Gut. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, es wird Zeit zum Aufstehen. Gehen wir einfach mal weiter, weil ich hasse wirklich das Geräusch von Weckern. Ich habe mir extra lange Zeit gelassen, mir einen Wecker zu suchen, der ein halbwegs normales Geräusch hat. Mein alter Wecker war das Schlimmste. Der hat nämlich, oh Gottes Willen, einen konstanten Piepton von sich gegeben. 8 Uhr, liebe Goethe. Bin viel zu spät für alles anscheinend. Das ist aber blöd, wenn die Uhr so schnell abläuft. Da hat man so wenig Zeit, irgendwas zu machen. Ich hab jetzt schon so viele Mittagessen verpasst. So viele Mittagessen verpasst. Und es hätte köstliche Bolognese bestimmt gegeben. Und Schnitzel. Und Chicken Nuggets. Und auch alles andere Zeug. Hallo. Wie Spaghetti mit Sahnesauce. Magst du Spaghetti mit Sahnesauce? Oh, don't scare me. Du bist bestimmt wieder weg, wenn ich da bin, oder? Bitte sei einfach weg. Dankeschön. Okay, willst du mir sagen, dass ich hier entlang gehen muss? Nee, nicht. Nicht, dann bin ich umsonst in den vollkommen dunklen Gang gegangen. Großartig, dankeschön. Geh mal hier durch. Echt ein feuchtes, klatschendes Geräusch. Hallo, ich möchte hier raus. Es ist scheiße hier. Meine Bude ist scheiße. Kann ich jetzt weg? Ja, die Tür geht auf.
Gut, dass man mittlerweile, wenn man den Raum so oft durchgangen ist, den Gang, dass man irgendwann weiß, wo man ist. Du. Was war das für ein Geräusch neben mir? Na Gott, das will, jetzt wäre ich auch schon paranoid. Dankeschön, Dankeschön. Die Tür ist neu. Die haben wir dazu gebaut. Hallo? Ich sehe schon, wir sind jetzt in ganz neuen Arealen. Hi, grüß dich. Bist du die zerschnittene Puppe? Töt mich bitte nicht. Das wäre ganz, ganz lieb von dir. Mein Gott, liebe Anneliese, wir haben deine Nippel vergessen. Das ist kein Problem, wir besorgen dir sobald wie möglich Nippel, diese schnittene Frau. Nein, wir gehen ja jetzt nicht Nippel holen. Was sollen wir die herkriegen? Nippel sind immer echt schwer zu bekommen, wie ihr vielleicht wisst. Nicht mal auf eBay kriegt man Nippel. Nur auf irgendwelchen seltsamen, zwielichtigen Seiten. Bitte beweg dich nicht. Dankeschön, Dankeschön, du hast dich nicht bewegt. So. Ja, wir haben es noch immer irgendwann. Ist gut. Probieren wir es gleich mit der Tür. Eigentlich sind diese PT-Games immer wie so ein Türensimulator. Also, jemand, der Türen richtig gern mag, der wird das Game lieben. Genauso, wenn jemand Schaufensterpuppen mag. Aber ich kenne keinen, der Schaufensterpuppen unglaublich mag. Dankeschön. Ach du liebe Güte, jetzt wird scheiße. Also meine Theorie lautet wie folgt. Wir haben unserer Frau irgendwas Furchtbares angetan. Weil wie man hier sieht, seht ihr diese Schnitte an der Frau. Das sieht so aus, und jetzt fehlt auch noch ein Kopf. Das sieht so aus, als hätte jemand die sehr säuberlich zerteilt. Also haben wir vielleicht unsere Frau umgebracht. Und dafür müssen wir jetzt leiden, indem wir Tee trinken. Grauenhaft Tee. Wir werden hier eine Teeparty nach der nächsten noch leben. Oh Gott, ich muss hier durch. Mir ist unwohl. Danke, das ging bisher ganz gut. Super, jetzt haben wir ein Arbeitszimmer angebaut. Hi, wie geht's euch so? Look at that ass. Nein, lass den Arsch der Poppe in Ruhe. Okay, das ist unser Arbeitszimmer. Ein echtes It-Link. Aha, ein It-Link. Nein, IT-Link, nicht It-Link. Okay, ist eigentlich sehr stilvoll. Frag mich immer, wer solche Einrichtungen heutzutage noch hat. Diese Tür nehme ich als nächstes. Dankeschön, das ist der gleiche Raum. Und diesmal scared mich irgendwas. Habe ich recht? Habe ich recht? Nein, nicht? Okay. Okay. Danke, danke, dass ihr mich nicht so erschreckt habt. Lieb von euch. Oh, ich bin trotz, dass wir immer nur das Gleiche machen, echt angespannt. Das haben ja PT-Klone so an sich. Und irgendwann kommt der Jumpscare meines Lebens. Und dann werdet ihr einfach sehen, wie ich bleich anschwill. Bleicher, als ich eh schon bin. Und dann wird meine Seele aus meinem Mund fahren. So etwa. So. 4 ist der Fluch. Ich sag's doch, 4 ist der verfickte Fluch. Okay, ich gehe raus. Ich gehe raus. Mich wollte gerade eine Puppe über den Haufen rennen. Tut mir leid, ich muss ein wenig gehen. Ah, warum passieren in Horrorspielen wirklich beim 4. Mal immer schlimme Sachen, nicht beim 3. Mal? Ja, und dann ist leider Satan da und alle Puppen headbangen. Okay, ich sehe das Problem. Hi, geht's euch gut? Ich berühre euch mal nicht. Ihr scheint nämlich ziemlich beschäftigt zu sein. Ach, du liebe Güte, bin ich in irgendeiner Afterhölle gelandet? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Schlimmes gemacht. Wahrscheinlich habe ich beim Mensch ärgere dich nicht beschissen oder so. Und habe einen geschlagen, den ich gar nicht schlagen dürfte. Oder habe so getan, als hätte ich eine 6 gewürfelt, wo es eine 5 war. Dafür kommt mir in die Hölle, wirklich. Oh, ich muss raus hier. Ich muss raus hier, mir ist nicht ganz wohl. Oh, scare mich nicht. Oh. Okay, Anti-Scare-Mode für diesen Gang an. Der sieht etwa so aus. Nein, töte mich nicht, bitte. Ah, töte mich nicht. Hi, grüß dich. Ich gehe da mal weiter. Äh.
Und an der Scam-Mode wieder auf. So, war gar nicht unheimlich diesmal. War gar nicht unheimlich. Hi. Also, was habt ihr Puppen gegen mich? Hab ich euch irgendwas getan? Habe ich euch jemals was angetan, ihr lieben Puppen? Das fand ich schon sehr unheimlich mit diesen zuckenden Puppen. Die waren gut gemacht. Die waren gut gemacht. Und ich mag es, wenn Dinge gut gemacht sind. Weil manchmal ist es auch der subtile Horror, wobei die waren nicht wirklich subtil, das dann am meisten Angst einjagt. Zum Beispiel, wenn eine Puppe einen langsam nachschaut oder sowas. Das ist richtig geil. Wenn es nicht immer nur der Boo-Scare ist, sondern wenn es wirklich ein Horror ist, der so ein bisschen unter die Haut geht. Okay. Na gut, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Hallo, sei bitte noch da. Dankeschön, ich geh jetzt einfach an dir vorbei. Ich geh jetzt einfach an dir vorbei. Guck nicht einmal auf deinen Arsch. Kann ich auch gar nicht, weil du weg bist. Toll, danke. Dankeschön, danke. Ach Gottes Willen, warum schickt ihr mich denn hin und her? Hier ist eine Tür. Die ist neu. Nehme ich. Blöde Tür. Eine Fake-Tür. Okay, vielleicht ist es wieder die hier. Hallo, also irgendeine Tür müsste mich nehmen lassen. Das ist so ein bisschen so eine Schwäche an diesen PT-Klonen. Also, das ist die offensichtliche Schwäche, dass man eigentlich nichts macht in diesen Spielen, außer umhergehen und schauen, welche Tür aufgeht. Ach Gott, das Film, wir haben hier eine Tür. Tut mir leid, dich habe ich übersehen. Wollte dich nicht diskriminieren, weil ich dich übersehen habe. Okay, das ist ein sehr exzessives Bild gewesen. Ich konnte es leider nur für eine Sekunde lang sehen, weil jetzt ist alles furchtbar dunkel. Gentlemen, ihr müsst mir eine Scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder in dem Folterkeller gelandet. Oh, das passiert mir immer wieder. Schreist du gleich? Oh, okay, das ist ziemlich cool gemacht. Okay, ja. Ich sehe schon, wir sollten den Fernseher zwar nicht im Blut stehen lassen, aber wir gehen trotzdem einfach weiter. Tun so, als wäre das nicht der schlimmste Raum gewesen. Ja, hier ist besser. Um Gottes Willen, ein Bügelbrett. Nein, wir müssen hier raus hier. Ist das Bild hier. Ja, das ist die typische Story. Also wir haben unsere Frau irgendwie umgebracht und jetzt werden wir gehauntet als Strafe. Würde ich jetzt mal sagen. Wenn ihr so die Bilder anschaut, das sind alles traurige Frauenbilder. Das sind Schaufensterpuppen, die irgendwelche Schnitte haben. Das ist einfach sehr offensichtlich. Ja genau, hier wollte ich... Willst du mich jetzt verarschen? Soll ich jetzt zurück in euren Folterkeller gehen? Ja, danke, dann mache ich das jetzt mal. Hast du dich umgehängt? Warst du... Nee, da hast du nicht umgehängt. Ich dachte schon, dir war es ungemütlich so. Ach, warum? Warum macht ihr das so dunkel, Jungs? Echt, das ist so sinnlos. Okay, gehen wir einfach mal hier durch. Ja, hier geht's nicht durch. War ja klar. Na gut, hallo, was ist diesmal dahinter? Ah, der Deckenschreck. Sehr gut, wir brauchen den Deckenschreck. Ich gehe hier durch, dankeschön. Lass mich bitte hier rein. Oh, super. Wir haben das Waschbecken gefunden. Mit Waschbecken meine ich nicht nur das Waschbecken, wo anscheinend eine Zahnpasta drin ist, sondern auch den Spiegel der Finsternis. Genauso wie unsere Badewanne. Das ist äußerst erschreckend. Hallo? Oh, ja, das hätten wir da nicht aufhängen sollen. Tut mir leid, ich habe halt Wäsche gemacht. Ich dachte, ich hänge das da einfach mal rein, die blutige Frau. Darf ich jetzt hier wieder raus? Ich möchte hier nicht mehr sein. Gut, ich habe verstanden, man soll seine Ehefrau nicht umbringen. Mein Gott. Das muss einem doch mal einer gesagt haben. Da kommt man doch nie von alleine drauf.
Warum gibt es nicht so eine Eheberatung? Oder warum wird das bei der Eheberatung nie gemacht? Bringt nicht euren Ehepartner hallo? War diese Tür schon immer da? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach. Ach du liebe Güte. Okay, wir haben den Türsimulator 2022 gefunden. Auch wenn das Spiel älter ist. Welche Tür ist es? Jackpot. Es ist immer die Stirntür. Auch hier. Ich sag's doch, es ist immer die Stirntür. Jo. Hallo? Oh nein, bitte setz mich nicht schon wieder in so einen Quatsch. Ja, lass mich bitte raus, danke. Okay, dann probieren wir die. Wenn die nicht geht, ist die hier die richtige. Super! Super, wer das hier gebaut hat, der gehört einfach erschossen als Dank. Wirklich, als Dank. Ugh. Also diese flackernden Lichter, die müssen ja auch wohl bei jedem Horrorspiel sein, oder? Okay. Okay, solche Gänge beunruhigen mich wirklich. Ich weiß nicht warum, aber auch bei Tunneln und so weiter. Oh Gott, das wird immer dunkler. Finde ich das ziemlich unheimlich, wenn man so ewig weit schauen kann. Ja, bitte? Ich mache mittlerweile nichts mehr. Ich schwebe nur noch weiter, wirklich. Ich berühre nicht meine Tastatur. Und das war Precipice. Okay, ja, da sind wir wieder im Startmenü. Ja, wie fand ich das Spiel? Ich fand es nicht schlecht für einen PT-Klon, aber wie ich schon vorher sagte, ist es halt ein PT-Klon. Es hat halt so seine Schwächen, nämlich du machst eigentlich nichts, außer dass du immer geradeaus nach vorne rennst, Türen ausprobierst und auf den Jumpscare wartest. Und das könnte man sogar, dem Original, nämlich PT, könnte man sogar das anlasten. PT hat noch so ein paar kleine Gags, dass einfach mehr passiert, mehr unheimliche Bilder sind, mehr Locations sind in diesem Haus oder manchmal so ganz unterbewusst man irgendwelchen Spook sieht. Und das war einmal richtig Bombe tatsächlich bei PT, aber das halt jetzt immer und immer wieder in solchen Indie-Games zu sehen, ist ein bisschen schade. Aber das war einer der besseren PT-Klone, weil es gibt auch wirklich schlechtere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr so von PT haltet. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es damals gespielt? Oder ist es euch komplett was Neues und ihr sagt, hey, von PT, also von der Playable-Demo von Silent Hills, habe ich noch nie was gehört. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder ein Abo oder hittet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir lesen uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.